Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück beim FIFA 22 Karrieremodus mit dem Hamburger SV, bei eurem Hansa-Fan und heute natürlich nicht nur mit dem HSV, sondern wir sehen schon hier in der Tabelle, die WM 2022 steht voran. Wir sind Nationaltrainer der schottischen Nationalmannschaft und sind dabei bei der Weltmeisterschaft mit Frankreich, mit Kanada, mit Rumänien und heute... Ja, nominieren wir erstmal den Kader, bevor wir uns dann so ein bisschen weiter um die Kaderplanung für die neue Saison mit dem HSV beschäftigen, denn das muss alles parallel passieren. Dementsprechend schauen wir auf den Kalender rauf. Wir sind jetzt noch im Mai, am 17. ist Kaderabgabe sozusagen und dann fast einen Monat später, am 19. Juni, geht es dann erst los mit dem ersten WM-Spiel gegen Rumänien, dann gegen Kanada und dann gegen Frankreich. Das ist auf jeden Fall eine machbare Gruppe, habe ich so das Gefühl. Klar, Rumänien sollte man nicht unterschätzen, auch Kanada nicht. Aber ein guter Platz 2 hinter Frankreich, hinter dem aktuellen Weltmeister, ist doch durchaus drin, würde ich fast sagen. Deswegen, aber was mir noch weitere Probleme bereitet, wir kommen ja mit der WM locker in den Juli rein und da ist auch Vorbereitung mit dem HSV. Da müssen wir uns wohl zu zweit oder in zwei teilen, meine Lieben. Das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Schreibt mal in die Kommentare, wie ich das so handhaben sollte. Ob ich erst die WM zu Ende spielen soll und dann mit dem HSV die Vorbereitung oder andersrum. Wie gesagt, haut's gerne in die Kommentare. Das wäre auf jeden Fall schon mal der erste Anhaltspunkt, den wir heute bräuchten. So, meine Lieben, und das hier ist unser WM-Kader für Schottland. Wir sehen es oben, 4 Sterne. Wir haben 3 Torhüter, 8 Verteidiger, 10 Mittelfeldspieler und 2 Angreifer. Aufgrund dessen, dass wir mit einem Zweispitzensystem spielen, ist das vielleicht ein bisschen wenig. Aber wir können ja je nach Bedarf einige Spieler doppelt einsetzen. Conor McLennan zum Beispiel, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, den ich auch nominiert habe. Aufgrund dessen, dass ich ihn am besten kenne beim HSV, eine überragende Rückrunde gespielt hat in der zweiten Bundesliga, hat er sich es für mich verdient, hier in die WM in die Nationalmannschaft mit aufzunehmen. Ist vielleicht ein bisschen voreilig. Aber ich habe so ein, zwei Überraschungen getroffen bei den Torhütern, ist klar. Da habe ich die 3 Besten einfach mitgenommen. Liam Kelly wird als Nummer 1 reingehen. Ich guck mal schnell, wie alt er ist. 26 ist gutes Alter, 1,80 groß. Dann Robertson, Tierney, an beiden ist, glaube ich, kein Vorbeikommen für diese WM. Wir haben die besten Innenverteidiger mit Cooper und Henley, McKenna. Und dann habe ich mich für einen Jungen entschieden. Jack Hendry. Na gut, so jung ist er auch nicht mehr. 27, sondern eher für den Toben noch. Eine 1,94 Leuchte. Den kann man zur Not ja auch vorne reinschmeißen, wenn er so groß ist. Wir haben ja mit Bernie und Shea Adams 2 Spieler, die ja verschiedener nicht sein können. Je nachdem, aber finde ich schon, dass man das wechseln kann. Beziehungsweise wenn wir mal führen, dass man dann auch eher defensiv wechselt und einen Stürmer rausnimmt und dafür Mittelfeldspieler bringt. So flexibel möchte ich schon sein. Klar, Stammformation ist aktuell 4-4-2 bei der schottischen Nationalmannschaft bei uns. Zumindest so, wie es am besten spielen kann. Und dann kann man je nach Spielsituation natürlich noch wechseln. Klar, man kann keinen frischen Stürmer bringen. Man kann aber andere Komponenten reinbringen eventuell. So ist meine Herangehensweise daran. Deswegen viele Mittelfeldspieler, dass wir da einfach flexibel sind. Und auch für die Rechtsverteidigerposition habe ich mich für neben Palmer für einen anderen entschieden. Nämlich Nathan Patterson. Der ist noch ziemlich jung, hat aber einen guten Antritt, eine gute Sprintgeschwindigkeit, ist relativ fix. 20 Jahre jung, finde ich. Als kleiner Überraschungskandidat für die WM dabei, der wird sich übelst freuen. Dann McTominay ist klar, McGinn ist klar. Wir haben Stuart Armstrong dabei, wir haben David Turnbull dabei. Wir haben James Forrest, Ryan Fraser, die Stammkandidaten. Callum McGregor ist mit dabei. Lewis Ferguson, einfach Wahnsinn, der Typ. Und einen anderen Neuzugang noch, Michael Johnston. Ebenfalls ein ganz junger Kerl, aber der hat enorm Antritt, der ist enorm schnell. Den kann man zur Not auch noch meines Erachtens in die Sturmspitze einsetzen. 23 Jahre jung, hat einen enormen Antritt, kann kontern. Auch das ist eine Komponente, finde ich, die man da mit heranziehen müsste. Deswegen halt so wenig Stürmer. Conor McLennan habe ich gerade schon drüber gesprochen. Und dann Shea Adams und Ollie McBurnie, unsere 2 Stürmer. Das sind ja unsere Kandidaten quasi. Und ja, mit diesem Kader gehen wir rein in die WM 2022. Ich glaube, die findet ja auch in Katar statt. Ich weiß es nicht. Aber ja, ihr könnt mal gerne eure Meinung zu dem Kader in die Kommentare hauen. Und wie gesagt, auch nochmal eure Meinung dazu, wie wir es mit der WM handhaben werden. Ich werde natürlich einiges selbst spielen, denn das macht es ja irgendwo aus. Frage ist natürlich, wollt ihr das Ganze in einem Livestream-Special haben, was aber auch wieder doof ist, weil sich das wieder mit der Vorbereitung für den HSV überschneiden wird. Also es wird sich komplett überschneiden, das steht fest. Deswegen die Frage an euch, wie ihr es haben möchtet, wie ihr es am besten findet, denn das müsste ja schon zeitnah passieren, am Wochenende bald auch, denn eventuell vielleicht am Sonntag oder so, müssen wir mal schauen. Aber ansonsten ist es natürlich auf jeden Fall eine Option.
Klar ist, heute Abend läuft natürlich auch wieder der reguläre Donnerstags-Livestream. Auch da rein schon auf twitch.tv/hanseverunterstrich90. Link auch in der Videobeschreibung. Also auch dafür ist gerade nochmal Werbung gemacht natürlich. Und ansonsten, ja, wie gesagt, haut mal in die Kommentare, ob wir die WM samt Vorbereitung an einem Stream durchhauen wollen. Denn aber auch wieder blöd, das Ganze auf YouTube danach zu bringen. Also ich bin dann schon eher der Fan davon, dass wir das in regulären Folgen machen, aber ich bin gespannt auf eure Meinung. Die Vorbereitung mit den Vereinen in der Sommerpause habe ich ja zuletzt mit der Union-Karriere bei FIFA 21 ja auch immer in Livestreams gebracht, weil ich einfach ein Fan davon bin, alle Vorbereitungsspiele selbst zu spielen. Aber diesmal, erstmals überschneidet sich das ja so alles mit der WM. Deswegen haut mal eure Meinung dazu in die Kommentare, wie wir das Ganze handhaben sollen. So, und wie es natürlich bei einer richtigen WM ist, haben wir jetzt alle Trikotnummern von 1 bis 23 vergeben. Klar, der 23er Kader, deswegen, ihr kennt das, da dürfen nur die Nummern 1 bis 23 vergeben werden. Kelly, die klare Nummer 1, dann in Nummer 2 Kieran Tierney, also nochmal der Kader im Überblick natürlich. Die Nummer 3 Andrew Robertson, die 4 Liam Cooper, die 5 Grant Hanley, die Nummer 6 Scott McTominay, Nummer 7 David Turnbull, die Nummer 8 John McGinn, mit der Nummer 9 Oliver McBurney, die Nummer 10 Jay Adams, mit der 11 Ryan Fraser, die Nummer 12 Scott Bain, die 13 Nathan Patterson, die 14 Liam Palmer, mit der 15 Jack Hendry, die Nummer 16 Scott McKenna, die 17 Stuart Armstrong, mit der 18 Connor McLennan, die Nummer 19 Lewis Ferguson, die 20 James Forrest, die 21 John McLaughlin, mit der 22 Michael Johnston und die Nummer 23 Callum McGregor. Das, liebe Leute, ist unser Kader für die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 für Schottland. So, und währenddessen bekommen wir wieder ein Transferangebot für David Kinsombi. Den sind wir im Winter ja nicht losgeworden. Jetzt wird uns hier ein bisschen mehr als 2 Millionen Euro angeboten. Diesmal nehme ich es an, ich werde da nicht hoch pokern, das ging in die Hose zuletzt. Sheffield United, verdienter Aufsteiger, David Kinsombi, danke für alles. Natürlich ist er nicht gleich weg, aber ich hoffe es. So, und ja, viele von euch haben sich gewünscht, dass wir Steffen Teges versuchen in Hamburg zu halten. Leider können wir hieraus jetzt momentan nichts anderes machen, als nur die Leihe zu beenden. Deswegen müssen wir uns in der neuen Saison quasi nochmal mit ihm beschäftigen, um uns um eine feste Verpflichtung zu bemühen. So, und zwei Jugendspieler wollen weg. Zum einen Michael Fischer, zum anderen Christian Holm. Wir schauen mal nach, ob wir auf die verzichten könnten. Ja, bei einem Christian Holm wäre es doppelt bitter. Er ist schon ein gutes Torwarttalent, hat ein gutes Potenzial mit 18 und 62er Gesamtstärke. Oh, wäre schon bitter, den gehen zu lassen. Ich weiß nicht, wird es was bringen, den jetzt in den Kader zu ziehen? Ist ja wieder ganz schön schwierig, aber Potenzial auch verliert, weil er halt die Saison nicht eingesetzt wurde. Zum anderen geht es auch um Michael Fischer. Ist ein junger Stürmer, der nicht wirklich Antritt hat in die Wuseliga. Auch schon eine 61er Gesamtstärke, hat also ordentlich Plus gemacht in der Saison. 18 Jahre jung, müssen wir natürlich versuchen, sofort zu verleihen in der neuen Saison. Deswegen würde ich versuchen, beide jetzt erstmal mit hochzunehmen und versuchen, aus beidem irgendwie ein Leihangebot zu schmieden. Denn um die beiden jetzt einfach ziehen zu lassen, dafür sind sie mir einfach zu gut als Talente. Aber klar, für die erste Liga kommen sie natürlich auch noch nicht in Frage. So, und David Kinsombi ist ja noch tatsächlich jetzt verkauft, also da war alles richtig gesagt vorhin. So, und jetzt lobt uns der Vorstand hier. Wir hatten Ziel gesetzt, über zwei Saisons den Vereinswert zu erhöhen. Das haben wir wohl schon jetzt geschafft, aber erst sagen, Ziele sind gefährdet. Naja, man weiß ja nie bei FIFA, ne? So, und Amaechi kann als Linksfuß umtrainiert werden vom RF auf den LM. Gucken wir mal nach. Ist jetzt keine Stärkenverbesserung, aber er passt besser in unser System hinein. Dementsprechend kann man gucken, ob man ihn noch abgegeben kriegt in der neuen Saison, weil ich glaube, ja, man kann ihn höchstens nochmal verleihen. Und wir schauen auf die anderen Ergebnisse, Saisonendergebnisse. Ich sehe gerade, ich verdecke es hier so ein bisschen. Ich muss so rüber gehen. Da seht ihr es, Arminia Bielefeld. Und da liegt im Pokalfinale Borussia Dortmund knapp mit 1:2. Die Europa League sichert sich tatsächlich Bayern 04 Leverkusen durch einen 2:0-Sieg gegen Real Sociedad San Sebastian. Sehr interessant. Und in der Conference League setzt sich Lokomotive Moskau 2:1 gegen Tottenham durch. Und in der Champions League standen sich einfach mal Wolfsburg und Bayern gegenüber im Finale. Und am Ende holt der VfL Wolfsburg tatsächlich den Henkelpott nach Hause in die Autostadt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und nicht nur das. Leverkusen gewinnt die Euroleague, Wolfsburg die Champions League. Deutscher Doppelsieg in Europa. Es ist ja ultimativ, Freunde. Das ist ja ultimativ. Ich meine, jetzt bin jetzt kein Sympathisant von Wolfsburg, aber dass die sich hier bei uns die Champions League sichern, das ist ja echt der Wahnsinn.
Also Grüße gehen raus an Wolf Leo, treuer Zuschauer des Livestreams immer. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er auch die normalen Folgen guckt. Ansonsten schreibt es gerne mal runter in die Kommentare, mein Freund. Liebe Grüße, Glückwunsch zum Champions League-Titel. Und ein Leihangebot schneit herein für Farid Alidu. Verleihen würde ich ihn auf jeden Fall, weil es für die erste Liga halt einfach nicht reicht, denke ich mal. Aber zum Kauf definitiv nicht. Da delegieren wir mal ganz schnell eine normale Leihe. Meinetwegen gerne auch für 2 Jahre. Und aus unserem Jugend-Scout-Update haben wir ein weiteres schottisches Talent, Douglas Davidson, für 450.000 Euro Marktwert. So, liebe Leute, und ihr habt mir leider noch nicht gesagt, was wir mit dem guten Manuel Winzheimer machen. Haut mal dazu gerne nochmal eure Meinung in die Kommentare. Stand jetzt wird ihm natürlich kein Platz mehr frei für ihn sein. Doyle ist da, wir haben Reis, der überragend ist. Auch einen Kittel plane ich in der neuen Saison eher für die 10 ein, statt für den Flügel. Ich denke mal, die Wege sollten sich trennen, aber wenn ihr eine andere Idee habt, schreibt es gerne auch in die Kommentare. Jawohl, und CD Tondela möchte Alidu gerne ausleihen für 2 Jahre ohne Kaufoption. Sehr schön, nehmen wir mal an. Mal gucken, ob er auch da selber hin will. Und da haben wir die Ergebnisse aus der Relegation. 60 München schlägt den FC Hansa Rostock gesamttechnisch mit 3:2. Hansa gewinnt das Rückspiel mit 2:0. Reicht aber am Ende nicht mehr leider für den Gesamtsieg, da 60 wahrscheinlich in Rostock mit 3:0 gewonnen hat. Und das ist richtig bitter. Schade, schade, Hansa. So, ein Zwischenupdate. Bei den Absteigern aus Liga 2 habe ich mir schon mal ein paar Spieler angeguckt, die für mich interessant sein könnten. Rein und Ingelsson von Hansa, Sabri Zing, Elvedi, Besuschkow und Beste von Regensburg und bei Sandhausen Testroth und Suku, die jetzt eher weniger, aber ansonsten, ja, ein paar müsste man sich ja angucken, die man dann quasi in die dritte Liga abgestiegen sind, aber in die erste Liga mit aufsteigen. Haut mal in die Kommentare, wie ihr davon interessant findet. Das sind auf jeden Fall so Transfers der Marke realistisch. Ihr kennt den Weg, den wir gehen wollen. Und es gibt Neues von der Trainingsfront. Jürgen Gressel konnte sich auf Außen bei uns nicht durchsetzen in der letzten Saison. Hat jetzt den ZM antrainiert. Gucken wir mal. Gewinnt da jetzt keinen Stärkepunkt dazu. Aber jetzt erstmal im ZM. Kann damit zentraler eingesetzt werden. Ist für die Außen dann erstmal weg. Beziehungsweise kann Außen natürlich immer, wenn Not am Mann ist, eingesetzt werden. Logischerweise. Ich probiere es jetzt natürlich noch mit dem ZOM nochmal, um eins vorzutrainieren. Würde 40 Wochen dauern. Fast die ganze Saison. Aber ist, glaube ich, jetzt nicht so unrealistisch, denke ich mal. So, mittlerweile ist auch die Bundesliga-Relegation vorbei und da hat es unser Konkurrent aus Bremen nicht geschafft. Die sind drin geblieben in Liga 2, spielen nur 2:2 im Rückspiel, 5:4 der Gesamtstand. Freiburg bleibt also erstklassig. Dementsprechend hat sich der Wunsch nach Nils Petersen jetzt komplett zerschlagen, der realistisch gewesen wäre, wenn Freiburg abgestiegen wäre. Wobei ich mir sogar fast vorstellen kann, der würde sogar freiwillig in Freiburg bleiben. Es sei denn, er wird nochmal eine andere Herausforderung suchen. Klar, den Vorschuss kann man jetzt immer noch machen, aber es wird natürlich schwerer und er würde mehr Geld kosten, definitiv. Nichtsdestotrotz bleibt Nils Petersen ein ganz interessanter Mann. Ob einer von Werder Bremen interessant wird, das wird schwierig. Duxch wäre natürlich einer, der mir sofort einfallen würde. Aber sind Transfers von Werder zum HSV so gern gesehen? Das ist doch ähnlich wie Dortmund, Schalke und so, ne? Ah, ich weiß es nicht. Aber auch dazu, wie so oft, könnt ihr gerne eure Meinung in die Kommentare und würde ich mich sehr darüber freuen, da mal so einen kleinen Meinungsaustausch zu bekommen. Und natürlich haben wir uns auch von den Bundesliga-Absteigern ein paar Spieler auf die Scouting-Liste gesetzt. Fürth und Bochum natürlich. Da sind ein paar interessante Namen dabei. Klar, auch einige Leihgaben, wie zum Beispiel Jessica Gangkamp, aber auch ein Julian Green. Adrian Fein und Jeremy Duziak haben doch sogar eine HSV-Vergangenheit. Wobei ich mir bei Fein gerade gar nicht sicher bin, ob der... Ja, aber auf jeden Fall ein Duziak hat eine HSV-Vergangenheit. Ein Rex Bischai ist natürlich auch ganz interessant. Bei Bochum Polter, Pantovic, Holtmann habe ich hinzugefügt noch. Und übrigens, Pantovic ist sogar ablösefrei. Da läuft der Vertrag aus. Von daher schnell zuschlagen, beziehungsweise hoffentlich schnell gescoutet kriegen und dann eure Meinung noch dazu hören. Also, es gibt viele Sachen, die wir zu besprechen haben nach dieser Folge. Definitiv. Ja, meine Lieben. Und dann ist es soweit. Das erste Spiel der FIFA-Weltmeisterschaft steht an. Schottland gegen Rumänien. Ich würde sogar vorstellen, dass wir das Eröffnungsspiel jetzt gegen Rumänien sogar komplett selbst spielen. Ich glaube, ich werde sowieso alles spielen. Passt auf. Wir spielen erst gegen Rumänien, dann gegen Kanada und dann gegen Frankreich. Und wir sehen schon in der Tabelle. Wir sehen hier schon in der Tabelle, dass die erste Überraschung schon mal geglückt ist. Kanada hat Weltmeister Frankreich geschlagen. Nichtsdestotrotz bin ich dafür, dass ich in der nächsten Folge beide Spiele, Rumänien und Kanada, selbst spiele. Ihr bekommt die Highlights und dann darauf die Folge dann. Komplett Einzelspiel, Frankreich gegen Schottland als Live-Spiel sozusagen. Ihr kennt das in voller Länge. So haben wir noch ein bisschen Zeit, um uns über die Transfers zu unterhalten natürlich, die mit dem HSV anstehen, denn wir müssen ja zweigleisig fahren. Und wir haben richtig gute Spiele mit dabei. Darauf freue ich mich ungemein. Deswegen
bin ich auf eure Aktivität in den Kommentaren angewiesen. Also haut rein, knallt drin und ehrlich, falls ihr es jetzt noch hört, die Treuesten der Treuesten, tut was für den Algorithmus, denn der ist momentan bei mir irgendwie am Hintern. Denn irgendwie läuft es nicht per Klick, was die Klicks angeht. Deswegen tut was für den Algorithmus. Die Videos werden anscheinend nicht mehr angezeigt. Bestimmt, weil gerade in der Weihnachtszeit da kein nicht jedes Wort Adventskalender heißt oder so und so weiter. Die werden wahrscheinlich höher gerankt. Deswegen ab rein, Kommentare ballern für den Algorithmus. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Wenn ihr noch auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Das war's für heute. Macht's gut, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.